Willkommen bei Kontext TV. Unser Gast ist heute in Berlin, Jeremy Scahill. Scahill ist Korrespondent beim US-Nachrichtenmagazin The Nation. Bekannt geworden ist er durch sein Buch Blackwater, der Aufstieg der mächtigsten Privatarmee der Welt. Sein neues Buch Dirty Wars ist nun auf Deutsch erschienen mit dem Titel Schmutzige Kriege, Amerikas geheime Kommandoaktion. Wir freuen uns heute, ihn wieder bei uns zu haben. Welcome to Kontext TV, Jeremy Scahill. It's great to be with you, thank you. Wir wissen bisher nicht, ob auch die deutschen Eliteeinheiten KSK sogenannte Tötungsoperationen durchführen. Zudem, die Zentrale von AFRICOM befindet sich in Stuttgart. Von dort wird der US-Drohnenkrieg in Afrika und darüber hinaus koordiniert. Wie schätzen Sie die Verantwortung Europas und insbesondere Deutschlands für die schmutzigen Kriege ein? So, what is the overall responsibility of Europe and especially Germany in your view? Germany has played a central role in US military operations across the globe since Deutschland spielt eine zentrale Rolle in den US-Militäroperationen seit dem 11. September und ganz sicher auch unter Präsident Obama. Die USA verüben regelmäßig Anschläge in Somalia. Sie verschärfen die Militärpräsenz in Nord- und Westafrika, kürzlich in Mali und Mauretanien. Und in Stuttgart befindet sich nicht nur die Zentrale des US-Afrika-Kommandos AFRICOM, sondern auch viele Operationen des Joint Special Operation Command. Eine geheime militärische Eliteeinheit werden von dort aus geplant. Der US-Befehlshaber der Spezialkräfte Europas ist dort stationiert. Dies ist eine sehr bedeutende Stelle in der Welt der Geheimoperationen. Deutschland ist also ein wesentlicher Helfer, der die geheimen US-Militäroperationen erst möglich macht. Nicht nur wegen der massiven Präsenz des US-Militärs in Deutschland, sondern auch wegen der spezifischen Natur dieser Operationen, die auf deutschem Boden vom US-Militär geplant werden. We see that other NATO countries, European countries try to acquire. Europäische Staaten, insbesondere Frankreich und Deutschland, wollen sich bewaffnete Drohnen beschaffen. Deutschland setzt bereits Überwachungsdrohnen in Afghanistan ein. Es scheint, als ob neben den USA auch weitere NATO-Staaten in den Drohnenkrieg einsteigen möchten. Was denken Sie darüber? NATO-Countries want to step into the drone warfare. What are your thoughts on that? Well, I mean, there are over 70 countries. Es gibt weltweit